Hallo und herzlich willkommen zu Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos visualisiere ich meinen Audio-Podcast Energiekram. In dieser zweiten Folge geht es um den Smart Meter Rollout, also das Ausrollen von intelligenten Stromzählern, die deutlich mehr Funktion haben als der klassische Ferraris-Zähler, den wir in unserem Keller finden können. Eingehend möchte ich die Frage klären, was ist ein Smart Meter? Was ist so ein intelligenter Energiezähler? Wichtig ist zu beachten, dass es sich dabei nicht nur um einen digitalen Energiezähler handelt, sondern einen, der tatsächlich noch über erweiterte Funktionalitäten verfügt, zu denen wir gleich kommen. Wir können gedanklich in unseren Keller begeben, in welchem wir wahrscheinlich noch einen ganz klassischen, analogen, sogenannten Ferraris-Stromzähler haben. Dieser wird klassischerweise einmal im Jahr abgelesen. Da stellt sich jemand davor, schaut, was steht da gerade für ein Zählerstand drauf, schreibt den auf oder gibt den irgendwo ein und auf der Grundlage wird dann eine Rechnung über den Energieverbrauch erstellt. Darüber hinaus gibt es dann noch die sogenannte registrierende Lastgangmessung. Das sind RLM-Zähler, die bisher nur bei besonders großen Verbrauchern eingebaut werden. Diese messen tatsächlich auch schon viertelstündlich den Verbrauch und können auch den viertelstündlichen Verbrauch wiedergeben. Das übertragen dann über zum Beispiel OMTS oder andere Funkverbindungen an den Netzbetreiber, sodass vor allem wegen des besonders hohen Verbrauches jederzeit sichergestellt werden kann, dass man genügend Energie im Netz parat hat und auch damit der Kunde, weil er zum Beispiel einen großen Maschinenfuhrpark hat, da auch jederzeit seinen konkreten Verbrauch aufschlüsseln kann. Tatsächlich soll es ja nun darauf hinauslaufen, dass jeder Verbraucher, sei es ein großes Einfamilienhaus mit 10.000 Kilowattstunden oder sei es auch der normale Wohnungsnutzer mit seinen 2, 3, 4, 5.000 Kilowattstunden, einen Smart Meter eingebaut bekommen soll. Diese Smart Meter können dann, ich sage mal in Anführungsstrichen, in Echtzeit die Energie messen und auch in Echtzeit, in Anführungsstrichen, diese Energiemengen übertragen, sodass man theoretisch live, auch das unbedingt in Anführungsstrichen, seinen Energieverbrauch in einer App oder wie auch immer nachverfolgen kann und prinzipiell auch verschiedene Dinge dann in dem Smart Home steuern könnte. Ich habe hier jetzt bewusst auch noch mehrfach Anführungsstriche gesetzt und betont, weil auch hier der Begriff Echtzeit und Live etwas übertrieben ist, weil tatsächlich auch hier nur eine Messung im Viertelstundentakt stattfinden soll. Was konkret ändert sich denn jetzt aber für die Branche? Vor allem ändern sich im Hintergrund jede Menge Prozesse. Es gibt den sogenannten grundzuständigen Messstellenbetreiber und den wettbewerblichen Messstellenbetreiber. Der Name suggeriert ja schon den Unterschied. Der grundzuständige Messstellenbetreiber ist im Regelfall der regionale Netzbetreiber, der also sowieso bisher schon dafür zuständig ist, die Zähler zu wechseln und einzubauen. Dieser bekommt über das Messstellenbetriebsgesetz die Verantwortung, innerhalb seines Netzgebietes, innerhalb einer gewissen Zeit, genügend Smart Meter einzubauen. Dafür gibt es Ausrollquoten. Die neue Rolle des wettbewerblichen Messstellenbetreibers kann jetzt durch jedes Unternehmen prinzipiell dargestellt werden. Das heißt, auch jeder Energieversorger kann sich sagen, ich biete zum Beispiel besonders günstige oder besonders gute, intelligente Stromzähler an und habe hier einfach das bessere Angebot für die Endkunden. Der interessante Unterschied ist, dass der grundzuständige Messstellenbetreiber sich bei den Kosten, die er verursacht, an sogenannte Preisobergrenzen halten muss. Das sind die Kosten, die für den Endkunden dann zustande kommen würden. Der wettbewerbliche Messstellenbetreiber ist nicht an diese Preisobergrenzen gehalten. Hier gibt es also theoretisch komplett andere Ansätze, ein Geschäftsmodell aufzubauen. Es könnte das Google der wettbewerblichen Messstellenbetreiber geben, die dann sagen, ach, ich baue hier ganz kostenfrei diesen Zähler ein, möchte dann aber komplett Zugriff auf die Energiedaten haben, die sich dann ergeben. Daraus könnte man wiederum ein perfektes Kundenprofil erstellen. Genauso gut könnte es das Apple der wettbewerblichen Messstellenbetreiber geben, wo dann einfach nur ein Apple-Logo drauf ist und deswegen wird es für den doppelten Preis verkauft. Die sogenannte moderne Messeinrichtung wird zwar jede Viertelstunde messen, wird aber nicht permanent diese Daten übertragen, sondern wird auch klassischerweise nur einmal im Jahr ausgelesen und wird dann diese Werte eben darstellen und eine Abrechnung über das gesamte Jahr zur Verfügung stellen können. Hingegen wird das sogenannte intelligente Messsystem jede Viertelstunde messen und auch jede Viertelstunde übertragen. Dieses System ist also permanent an ein sogenanntes Smart Meter Gateway angeschlossen. Alle über 6.000 Kilowattstunden im Jahr Verbrauch bekommen ein intelligentes Messsystem, was dauerhaft überträgt. Und alle darunter, unter 6.000 Kilowattstunden, bekommen eine moderne Messeinrichtung, die eben nicht dauerhaft diese Daten überträgt, sondern nur einmal im Jahr ausgelesen wird. Je nachdem, wie die Zählerstelle vor Ort
konkret ausgeschaltet ist, wird man jetzt über verschiedene Wege auf die Daten zugreifen können. Einerseits ist es vorstellbar, dass man über sein Handy, über eine besondere App zum Beispiel, eine Visualisierung seines Energieverbrauchs bekommt. Genauso gut wird man über seinen Energieversorger, wahrscheinlich über ein Internetportal auf die Daten zugreifen können, sich dort genaue Auswertungen ziehen können und dann auch die Abrechnung bekommen. Wenn wir diese erweiterte Rolle des Messsteinbetreibers haben, wird dieser wahrscheinlich in Zukunft eine separate Abrechnung des Messsteinbetriebs vornehmen, sodass wir in Zukunft wahrscheinlich zwei verschiedene Rechnungen bekommen. Einerseits die Rechnung unseres Energieversorgers, der dann den konkreten Verbrauch berechnet, und dann die Rechnung des Messsteinbetreibers, der den Messsteinbetrieb berechnet. Eingangs habe ich ja schon erwähnt, dass man jetzt schon seit einigen Jahren darauf wartet, dass dieser Smart Meter Rollout startet. Und auch heute, wir haben aktuell Anfang Januar 2019, ist noch nicht wirklich absehbar, wann dieser Rollout konkret startet. Es gibt ein paar regulatorische Vorgaben, die erfüllt sein müssen, damit es einen offiziellen gesetzlichen Start für den Smart Meter Rollout gibt. Dass es mindestens drei voneinander unabhängige Hersteller von intelligenten Messsystemen geben muss, die allesamt ordentlich zertifiziert worden sind. Die Smart Meter und die Smart Meter Gateways müssen nach Vorgaben des BSI zertifiziert werden. Das BSI ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Dazu gibt es verschiedene Prüfungen und Verfahren, zum einen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, bei der es vor allem um die Eichung der Geräte geht, der Bundesnetzagentur und eben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik selbst, das vor allem die Schutzprofile und die technischen Richtlinien rund um diese Smart Meter kontrolliert. Zwischen den Regulatoren und den Herstellern gibt es ganz vertrauliche Meilensteinpläne, die also jeweils aufzeigen, was es noch zu tun, damit eure Geräte von uns ordentlich zertifiziert werden können. Ende Januar 2019 soll eine Marktanalyse vom BSI veröffentlicht werden, in welchem dann tatsächlich der aktuelle Stand und die weiteren Entwicklungen nochmal konkret aufgeschlüsselt werden sollen. Darüber hinaus soll im Januar noch vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ein Barometer zur aktuellen Marktentwicklung rund um Smart Meter veröffentlicht werden. Sobald diese Dokumente zur Verfügung stehen, werde ich die natürlich in den Shownotes zu dieser Episode mit veröffentlichen und auf Twitter und Co. eifrig darüber schreiben. Die Hauptherausforderungen rund um diese ausstehenden Zertifizierungen sind vor allem verschiedene Muss- und Soll-Funktionen, die diese Smart Meter und Smart Meter Gateways haben sollen. Es geht dabei vor allem um die vorhin bereits erwähnten Möglichkeiten von ganz neuen Tarifstrukturen und Abrechnungsmodalitäten. Allerdings gibt das BSI diesen Herstellern auch die Möglichkeit, über Software- und Firmware-Updates diese Funktionalitäten noch nachzureichen, sodass es durchaus nicht unrealistisch ist, dass wir noch im Januar 2019 den offiziellen Startschuss für den Smart Meter Rollout bekommen. Ab diesem Moment gelten dann die gesetzlichen Ausrollpflichten. Das heißt, die Messstellenbetreiber müssen innerhalb einer gewissen Zeit dann eine gewisse Menge von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen verbauen. Und das bedeutet dann eben für jeden Einzelnen, dass er womöglich ein Smart Meter in seinen Keller gebaut bekommt. Vergleichsweise viel Kritik kommt auch noch für die gesamte Rollout-Organisation. Andere Länder haben den Smart Meter Rollout deutlich effizienter und schneller organisiert. Diese haben aber im Regelfall auch nicht die Sicherheitsanforderungen, die wir in Deutschland anhand des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik festgelegt haben. Es gibt Beispiele, wo Smart Meter Kommunikationsprotokolle unsicher waren und deswegen ein Fernzugriff auf die Daten und auf die Funktionalitäten möglich war. Das wollen wir in Deutschland eben weitestgehend ausschließen. Wir erkennen, das ist ein ziemlich komplexes Thema mit Auswirkungen auf uns als Energieverbraucher, aber eben auch auf die gesamte Energiebranche. Welche konkreten Mehrwerte wird es haben? Welche konkreten Probleme werden sich dadurch ergeben? Welche Datenschutzbedenken müssen noch aus dem Raum geschafft werden? Es stellen sich also noch viele Fragen. Und ich hoffe, dass die erwähnten Dokumente vom Bundeswirtschaftsministerium und vom BSI hier ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Den Audio-Podcast habe ich ja im Januar 2019 aufgezeichnet. Dieses Video entsteht wiederum im Mai 2019. Die im Podcast angekündigten Dokumente vom sowohl dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als auch vom Bundeswirtschaftsministerium sind mittlerweile veröffentlicht worden. Und sie haben ehrlich gesagt nicht so besonders viele Fragen beantwortet. Darüber hinaus, ehrlich gesagt, ist das Smart Meter Rollout auch immer noch nicht losgegangen. Wir haben immer noch nicht diese drei voneinander unabhängigen Hersteller für die Smart Meter Gateways. Dementsprechend ist es heute im Mai immer noch nicht klar, wann wir wirklich loslegen werden mit dem Smart Meter Rollout. Passiert das noch im ersten Halbjahr? Passiert das im dritten Quartal, im vierten Quartal? Passiert es überhaupt im Jahr 2019? Diese Fragen werden demnächst zu beantworten sein.
Ein erster Ansatz für diese Beantwortung ist die ZMP. Die ZMP ist die vielleicht wichtigste und größte Messe und Konferenz zum Thema Smart Metering. Sie steht für Zählen, Messen, Prüfen und findet bereits Mitte Mai statt. Dennoch bleibt es weiter abzuwarten, was hier konkret passiert. Bis heute ist noch nicht klar, wann der Smart Meter Rollout folgt. Und das soll es auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt einfach mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, kommentiert die einfach. Und bis zum nächsten Mal bei Energiekram. Mein Name ist Carsten Eckert.